Hallo, ich bin Emilia und ich zeige euch heute, wie einfach es ist, eine Grohe Quickfix Küchenarmatur mit Profibrause zu installieren. Hier am Beispiel von Grohe Get. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Ein wichtiger Hinweis vorweg: Diese Installation gilt auch für viele andere Modelle, auch wenn euer Modell ganz anders aussieht. Und noch was: Das Wasser solltet ihr vor der Installation natürlich abstellen. Dann kann es auch schon losgehen. Als erstes schauen wir uns einmal an, was so alles in der Verpackung ist. Ein Blick in den beiliegenden Quick Guide oder auch in das Installationsvideo schadet selbstverständlich nicht. Um eure neue Armatur zu installieren, braucht ihr nur den mitgelieferten Quick Mount und einen 19er Schraubenschlüssel. Dann legen wir mal los. Als erstes müsst ihr diesen O-Ring über die Schläuche der Armatur schieben, damit später kein Wasser zwischen Armatur und Spültisch fließen kann. Dann vorsichtig einsetzen und die Armatur von unten mit dem Grohe Quick Mount befestigen. Hierfür müsst ihr den Grohe Quick Mount einfach über alle Schläuche führen und mit der Hand leicht festziehen. Anschließend die Armatur final ausrichten und alles festziehen. Nun könnt ihr die Spülbrause am Auslauf befestigen. Einfach den Plastikschutz abnehmen und die Brause festschrauben. Fertig! Als nächstes sind die Anschlussschläuche an der Reihe. Diese haben bereits eine Dichtung integriert und können ganz einfach direkt an die Eckventile angeschlossen werden. Der rechte Schlauch ist für Kaltwasser und wird am rechten Eckventil angeschlossen. Der linke Schlauch ist für Warmwasser und kommt ans linke Eckventil. Ihr legt die Verschraubung einfach auf das Gewinde auf und dreht sie handfest bis zum Anschlag auf das Gewinde des Eckventils. Anschließend mit einem 19er Maulschlüssel fest anziehen, bis die Verbindung dicht ist. Haltet dabei die Schläuche fest, damit sie sich nicht verdrehen. Super! Wassermarsch! Jetzt die Eckventile langsam öffnen und kontrollieren, ob alles dicht ist. Hier ein kleiner Tipp: Dreht die Eckventile erst einmal bis zum Anschlag nach links auf und dann wieder eine halbe oder Viertelumdrehung zurück. Die Ventile lassen sich dann in Zukunft leichter bedienen. Und schon könnt ihr eure neue Armatur testen. Job erledigt! Viel Spaß mit eurer neuen Armatur!